Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, ich melde mich mal und gebe mal ein Lebenszeichen von mir. Heute ist der 24. Juli, heute ist Dienstag und ja, ich bin so noch mitten in den letzten Zügen, was die Vorbereitung anbelangt, und mein Handy hat gerade geklingelt, Entschuldigung. Das war die Niki, der antworte ich dann gleich. Und ja, also ich bin in den letzten Zügen, was die Hochzeitsvorbereitung betrifft. Was das Ganze angeht, sage ich euch, ich bin kein Fan davon, solche riesigen Sachen zu organisieren. Also ich bin froh, wenn ich da einen Haken dran machen kann und wenn der Tag gekommen ist und ich weiß, jetzt ist alles soweit und jetzt kann ich das alles abhaken. Und ja, ansonsten ist bei uns alles soweit im grünen Bereich. Letzte Woche ist was passiert, was nicht ganz so schön war, wo ich auch noch so ein bisschen dran zu knabbern habe, aber shit happens. So ist das nun mal manchmal. Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Und ja, ansonsten war ich auch schon beim Friseur. Ich werde mir an meinem Hochzeitstag die Haare selber machen, da meine Friseuse zum einen im Urlaub ist und zum anderen ich mir eine Frisur ausgesucht habe, die ich öfters schon getragen habe und die ich allein auch locker hinkriege. Und deswegen war ich jetzt schon die Woche beim Friseur und habe mir Strähnchen machen lassen und meinen Pony ein bisschen schneiden lassen und reicht. Und ja, ansonsten herrscht bei uns hier noch immer noch ein bisschen Chaos in der Wohnung. Wir haben überall Kartons rumstehen mit dem ganzen Kram für die Hochzeit und ich bin so froh, wenn das ganze Zeug wieder weg ist und hier wieder Ordnung herrscht. Das ist momentan echt so ein bisschen katastrophal. Ansonsten Milo geht's auch gut. Da ist auch alles im grünen Bereich. Er kriegt gerade zwar wieder mal Tabletten, aber das ist ja nichts Tragisches bei ihm. Das kriegt er ja relativ regelmäßig und ja, ihm geht es halt damit gut. Also er hat damit halt einen überhöhten Harndrang, was ein bisschen nervig ist, weil der Hund alle halbe Stunde pullern muss. Naja, egal. Lassen wir das Thema. Ich dachte mir, ich sage euch mal, was ich so gelesen habe in letzter Zeit, was ich gerade aktuell lese. Und dann habe ich noch ein Paket bekommen, was ich mit euch auspacken wollte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, was ich so in letzter Zeit gelesen habe. Ich habe hier so mein schlaues Heft. Huch. Und gucken wir mal rein. Ich schreibe mir ja mal alles auf, weil ich das sonst immer vergesse. Ich habe angefangen mit der Promise-Reihe von Maya Shepherd. Ich habe hier den ersten Teil nochmal gelesen, dann habe ich den zweiten Teil gelesen letzte Woche und aktuell lese ich gerade den dritten Teil. Da bin ich, glaube ich, so bei 64%. Die Bücher haben im Schnitt immer so um die 300 Seiten, also sind jetzt keine extrem dicken Bücher. Und ich hatte mir für dieses Jahr vorgenommen, diese E-Book-Reihe, weil ich habe diese Reihe als E-Book und die wollte ich unbedingt dieses Jahr noch beenden, dass ich wenigstens eine E-Book-Reihe beendet habe. Und ja, wie gesagt, bin da so quasi in den letzten Zügen, was diese Reihe betrifft. Ich muss sagen, dass diese Reihe eine Jugendbuch-Dystopie ist und das merkt man auch. Also es ist eine Reihe, die so typisches Jugendbuch halt ist und ich mag die Bücher eigentlich an und für sich sehr. Im zweiten Teil waren sehr viele Logikfehler drin, was mich so ein bisschen genervt hat, auch wenn ich ja nicht so der Mensch bin, der auf Logikfehler achtet, aber das war schon ziemlich offensichtlich. Und jetzt kommt Hasi und lässt Milo rein, okay. Und ja, also diese Logikfehler waren dann schon ziemlich offensichtlich. Also da konnten Menschen quasi gefühlt eine Woche ohne Trinkwasser überleben und Brandverletzungen sind innerhalb von ein paar Tagen verheilt. Ja, also das waren so ziemlich offensichtliche Logikfehler im zweiten Teil. Das hat mich so ein bisschen genervt, aber bis jetzt im dritten Teil ist alles soweit okay, obwohl da auch schon wieder eine Sache war, wo ich gedacht habe, nee, irgendwie nicht. Irgendwie hat sich die Autorin das hier ganz schön einfach gemacht. Aber es ist halt eine Jugendbuchreihe und sie ist süß und sie ist ganz nett. Und wer Dystopien gerne liest, dem kann ich sie auch nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, da bin ich so in den letzten Zügen. Dann habe ich gelesen den zweiten Teil der Green Mountain Serie. Da lese ich aktuell gerade den dritten. Das ist der hier. Und ich muss sagen, dass mir der zweite Teil auch wieder richtig gut gefallen hat. Ich habe im zweiten Teil Rotz und Wasser geheult. Auf Seite 150 habe ich immer noch Rotz und Wasser geheult. Obwohl das, warum ich geheult habe, relativ weit am Anfang passiert ist. Aber das hat mich echt mitgenommen und das war nichts Schreckliches, was da passiert ist, sondern etwas ganz Natürliches, sage ich mal. Und es war trotzdem sehr dramatisch geschrieben und die Autorin hat es da echt geschafft, mich da komplett abzuholen. Und ja, deswegen habe ich da Rotz und Wasser geheult und jetzt, wie gesagt, bin ich beim dritten Teil. Der gefällt mir auch ganz gut, da habe ich jetzt erst angefangen und im dritten Teil geht es um Colton und Lucy und die beiden haben eine heimliche Affäre und keiner soll es mitkriegen. Und naja, wie es dann halt so ist, es kriegt trotzdem jeder mit. Und ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Buch noch ist. Bis jetzt gefällt es mir auch wieder sehr. Jetzt kommt hier gerade total die Sonne rum und ich kriege total die Sonne ins Gesicht. Super Uhrzeit zum Drehen, Susi. Ja, dann habe ich Cat and Cole gelesen, die letzte Generation. Das habe ich euch ja vorgestellt. Bevor wir fallen, habe ich euch auch vorgestellt. Dann habe ich Engelskrieger gelesen, den vierten Teil der Gilde der Jäger. Den habe ich schon im Juni gelesen und habe den im Lesemonat vergessen. Upsi. Ja, das Buch war ganz okay, hat bei mir aber ein übelstes Trauma hinterlassen. Warum, erzähle ich euch dann im Lesemonat.
Dann habe ich den zweiten Teil von Legend gelesen und lese aktuell den dritten Teil von Legend. Ich wollte diese Reihe gerne endlich mal beenden. Und ihr wisst, mein Vorhaben, Buchreihen so weit zu beenden, wie es geht, ist immer noch aktuell. Und ich gebe da auch Gas jetzt nochmal. Wie gesagt, die Promise-Reihe habe ich dann beendet, Legend habe ich dann beendet. Und danach ist hier die da dran, die da, Black Blade von Jennifer Estep. Da habe ich nämlich den zweiten und den dritten Teil auch da. Also ich ziehe das jetzt hier nochmal bis zum Ende des Jahres halbwegs durch mit den Reihen beenden. Und ja, Legend, der zweite Teil, war für mich so ein typischer zweiter Teil, dazu dann auch mehr im Lesemonat. Und der dritte gefällt mir bis jetzt ganz gut. Da weiß ich allerdings nicht mehr, ob ich den im Juli jetzt noch fertig kriege, weil ich da jeden Tag nur so ein paar Seiten lese, wie ich halt so dazu komme. Und ja, ansonsten habe ich gelesen When It's Real von Erin Ward. Das ist ja, sind ja zwei Autorinnen, Erin Ward. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch noch die Paper-Reihe komplett von ihr hier. Die habe ich von meiner Arbeitskollegin gekriegt. Die wollte sie nicht mehr. Einmal muss es mindestens passieren, wenn ich drehe. Mir ist der Akku abgeschmiert. Jetzt habe ich jetzt bald einen Akku reingemacht. Aber irgendwie habe ich jetzt einen anderen Ausschnitt. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wo war ich jetzt gerade? Ach ja, When It's Real habe ich noch gelesen von Erin Ward. War eine ganz süße Geschichte. Hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Dazu erzähle ich euch dann auch mehr im Lesemonat. Und dann habe ich diesen Monat noch gelesen Redwood Love. Da bin ich ja VIP-Blogger jetzt vom KISS Verlag, aber ich darf zu Redwood Love noch nichts sagen und euch das Buch auch noch nicht weiter vorstellen. Das darf ich erst im September, weswegen ich es auch, denke ich mal, aus dem Lesemonat rauslösen werde und ja, euch dann im September wahrscheinlich nochmal mit in den Lesemonat nehmen werde. Da muss ich dann mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall, Redwood Love habe ich auch schon gelesen und ich kann nur sagen, hat mir gut gefallen, ist eine super tolle Geschichte und ja, mehr dann dazu im September, bevor ich hier Ärger kriege. Und ja, das ist so das, was ich aktuell lese. Also wie gesagt, den dritten Teil der Promise-Reihe, den dritten Teil von Legend und den dritten Teil der Green Mountain-Serie. Ich lese gerade nur dritte Teile. Was ist hier los? Und wenn ich die drei Bücher fertig habe, klopfe ich mir mal auf die Schulter, weil dann habe ich zwei Reihen beendet. Wuhu! Ich freue mich. Und wie gesagt, danach ist auf jeden Fall Black Blade von Jennifer Estep dran. Ja, ansonsten wollte ich mit euch dieses Paket hier auspacken. Und ich sollte euch zu diesem Paket mal die Vorgeschichte erzählen. Milo rollt sich über den Teppich. Ich sollte euch zu diesem Paket hier noch kurz die Vorgeschichte erzählen. Die Autorin, von der ich das Paket bekommen habe, ist die liebe Annemarie Jungwirth. Sie ist Autorin beim Drachenmond Verlag und hat eine Dystopie mit New Adult geschrieben. Und sie hat mich halt gefragt, ob ich das lesen möchte. Und ich fand, es klang ultra interessant. Und habe dann halt gesagt, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Bücher bekommen würde. Und da hat sie zu mir gesagt, sie wird mir Ende Juli ein Paket schicken. Und wird mir die beiden Bücher zuschicken. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist noch mehr drin wie diese zwei Bücher. Deswegen dachte ich mir, wir gucken da zusammen mal rein. Und sie hat das ja auch voll süß eingepackt, so mit Geschenkpapier und so. Und ja, schauen wir mal rein, was in dem Paket drin ist. Ich freue mich auf jeden Fall total. Ich freue mich auch schon mega auf die Bücher. Aber ich habe der lieben Annemarie gesagt, dass ich noch nicht weiß, wie ich dazu kommen werde. Weil ich habe jetzt, glaube ich, noch anderthalb Wochen bis zur Hochzeit. Und danach habe ich erstmal Urlaub. Und ja, da weiß ich auch noch nicht, wie ich zum Lesen komme. Weil ich auch noch nicht weiß, ob wir wegfahren oder nicht. Oder wie oder was. Das müssen wir alles dieses Jahr kurz vor knapp entscheiden. Und ja, deswegen. Aber sie hat gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ich aus dem September dazu komme und die Bücher aus dem September vorstelle. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil sonst hätte ich die Bücher nicht annehmen können. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich würde sagen, wir gucken hier mal rein. Eine Schleife hat sie drum gemacht. Ach, wie süß. Guckt mal, hat sie voll eine Schleife drum gemacht. Wie cool ist das denn? Jetzt hat sie schön eingepackt. Ich freue mich dann immer, wenn Menschen sich so viel Mühe geben. Ich finde das immer schön. Ich traue mich das gar nicht aufzumachen. Oh Gott, ein Knoten. Challenge angenommen. Tada! 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 Schönes Band ist das. Ein sehr, sehr schönes rotes Band. Entschuldigung. Manchmal. So, Band ist ab. Jetzt haben wir hier noch diesen coolen Karton und ich würde sagen, gucken wir mal rein. Oh, guckt mal. Ein Brief mit Siegel. Wie cool ist das denn? Seht ihr das? Ja, hier. Ist das nicht cool? Mit Siegel ein Brief und dann hat sie hier noch ganz viele anderen krassen Kram reingepackt. Oh mein Gott! Ich möchte dieses Siegel nicht kaputt machen. Kriege ich das irgendwie auf, ohne das Siegel kaputt zu machen? Oh, ich finde ja so Briefe mit so Siegeln schon voll cool, ne? In dem Brief war jetzt hier diese Karte drin, ne? Schaut mal. Mit einem Spruch aus dem Buch und da steht drauf, irgendwer muss sich ja opfern.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Und was steht hier drin? Okay, und sie hat hier wahrscheinlich noch irgendwie ein Zitat aus dem Buch drin. Hier steht 10 Uhr, save that smile for me. 16 Uhr, save that smile for me. 22 Uhr, save that smile for me. Dann hat sie geschrieben, save that smile for reading. Sehr, sehr cool und hat das unterschrieben. Das ist ja sehr nice. Ich finde das cool, wie das hier festgemacht ist. Magnetisch, das ist ein Magnet. Oh mein Gott, ein Magnet. Wie cool ist das denn? Es ist ein Magnet. Den bappe ich mir gleich mal irgendwo hin. Das ist ja cool. Das ist mega cool. Und hier haben wir ein Herzchen und hier haben wir nochmal Superior. Moment. Ja. Achso, ich sollte euch vielleicht erzählen, dass das Buch, um was es sich handelt, dass das Superior ist von Annemarie Jungwirth. Und wie gesagt, es ist eine Dystopie mit New Adult gemischt. Und was haben wir hier? Boah, das ist ja mal ein krasses Lesezeichen. Guckt mal, hier steht auch nochmal ein Zitat aus dem Buch. Irgendwer muss ich, gehst du jetzt mal mich nicht fokussieren, sondern hier. Irgendwer muss ich ja opfern. Und hier hinten ist das Cover drauf. Schaut mal, ist das nicht cool? Finde ich ja mal mega. Vor allem die Größe ist krass. Dieses Lesezeichen verliert man nicht so schnell. Man findet es garantiert immer wieder. Und ich werde jetzt an dieses Lesezeichen auch den Magneten erstmal dran wappen, dass ich diesen Magneten nicht verliere. So cool mit dem Magneten. Tada, kann man ihn überall dran machen. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich freue mich. Was haben wir hier noch drin? Und guckt mal, nochmal ein Herzchen. Und ein Lolli. Oh, Lollis sind immer gut. Und meine Lieblingsschokolade. Woher wusstest du das? Strawberry Cheesecake. Ich liebe Strawberry Cheesecake. Oh mein Gott. Dankeschön. Danke, 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 danke. Ich liebe wirklich Strawberry Cheesecake von Lindt. Die ist so geil. Die muss ich vor meinem zukünftigen verstecken. Da ist die mir sonst weg. Nein, Spaß beiseite, aber isst die auch total gerne. Und dann haben wir hier noch Giotto. Giotto esse ich auch gerne. Aber isst Giotto nicht gerne? Wahrscheinlich Leute mit einer Nussallergie, aber ich esse Giotto auch total gerne. Vielen, vielen Dank für die Naschereien. Und ja, jetzt haben wir hier noch das Herzstück quasi des Paketes. So. Wartet mal. Ich glaube, das wird nichts mit einer Hand. Ich glaube, das muss ich mit beiden Händen auspacken. Wartet mal. Tada! Und die Bücher sind auch nochmal eingepackt. Also ich habe von Annemarie den ersten und den zweiten Teil bekommen. Der zweite Teil ist jetzt im. Also ich habe von Annemarie den ersten und den zweiten Teil von Superior bekommen. Und der zweite Teil ist jetzt im Juli erschienen, falls ihr den ersten schon kennt. Nur mal so als Info am Rande. Und ja, ich bin schon mega gespannt. Und hier haben wir die zwei Schätzchen. Ta-ta-ta-ta. Ich das mal so runter. Das sieht so schön aus. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Schaut mal, das ist Band 1, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist Band 2. Sehr, sehr cool. Aber ich finde ja, Drachenmond Verlagsbücher sind ja sowieso rein optisch immer ein Hingucker, ne? Also, da kann man nichts sagen. Rein optisch gesehen, vom Coverdesign finde ich die immer mal mega. Und hier steht, das dunkle Licht der Gaben wird der erste sein und im Windschatten der Lüge der zweite. Und mal kurz gucken. Ach, guckt mal, hier sind auch noch so Sachen drin. Das ist ja cool. Das ist ja mal nice. Schaut mal, das Buch hat hier noch so Sachen drin. Das ist ja mal cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Und der zweite Teil garantiert auch. Ja, guckt mal, der zweite Teil auch. Wie cool ist das denn? Ich lese euch jetzt mal ganz kurz vor, worum es in Superior geht, dass ihr mal Bescheid wisst, dass ich euch nicht immer nur sage Dystopie und nur Adult. Und zwar. Ein privilegiertes Leben und schier unbegrenzte Möglichkeiten. Das bietet die Superior Human Society ihren Mitgliedern. Zumindest denen, die es wert sind. Du bist eine Superior, aber deine Gaben sind minderwertig. Unzählige Male hat die 20-jährige Amelia diesen Satz schon gehört.
Und jedes Mal war sie froh darüber. Sie wollte nicht dazugehören. Sie wollte nicht die Pflichten. Sie wollte nicht, dass man ihr vorschrieb, mit wem sie sich paaren sollte. Doch was Amelia will, ist für eine andere. Doch was Amelia will, ist für eine andere bestimmt. Und was man von ihr will, ist schlimmer als eine Zwangsheirat. Und ich finde, das klingt echt richtig, richtig gut. Und, oh, Annemarie hat hier vorne noch was reingeschrieben. Ah, oh, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich voll. Und wir haben dann noch mal ein Lesezeichen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Manchmal liegt zwischen Leben und Leiden nicht viel mehr als Glück. Das stimmt. Sehr, sehr cool. Wow, das fetzt. Vielen, vielen Dank, liebe Annemarie. Ich freue mich voll. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ja, also ich werde die Bücher dann gucken natürlich, dass ich sie schnellstmöglich mitlesen kann. Aber wie gesagt, ich möchte mir selber gerade im Moment keinen Stress machen. Und deswegen kann es auch sein, dass ich sie aus euch Anfang September dann vorstelle. Aber ich möchte sie auf jeden Fall schnellstmöglich mitlesen. Und ich freue mich schon so. Und ich fand einfach Dystopie mit New Adult, ne? Ihr wisst, ich lese gerne Jugendbücher und ich lese gerne Dystopien. Und ich liebe New Adult, also kann das ja eigentlich nur ein Susi-Buch sein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall voll. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn ich die Bücher gelesen habe, wie sie mir gefallen haben und wie ich sie fand. Und ich freue mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Annemarie, dass ich die Bücher von dir bekommen habe. Und vielen, vielen Dank auch für die anderen Sachen. Und ich freue mich mega. Und danke, danke, danke. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich jetzt auch gerade im Moment nicht zu sagen. Ich glaube, dieses Weekly Reading wird allein jetzt schon von diesem ersten Eintrag schon eine halbe Stunde lang. Oh mein Gott, ich rede viel zu viel. Aber das ist, weil ich so lange nicht mit euch gesprochen habe und dann habe ich so viel zu erzählen. Und dann rede ich ganz viel und ganz schnell und ganz doll und naja, ihr kennt das ja schon. Ja, aber ihr wisst jetzt erstmal Bescheid. So viel ist der Stand von mir. Ich würde sagen, ich melde mich in ein paar Tagen wieder, wenn es Neuigkeiten gibt bezüglich des Lesens. Und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen, außer vielen, vielen Dank, liebe Annemarie, für die Bücher. Und euch würde ich sagen, wir sehen uns gleich und bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 29. Juli und ich dachte, ich melde mich mal kurz bei euch, denn ich habe zwei Sachen. Wieso zeige ich vier? Es sind zwei. Zum einen habe ich gerade Legend beendet. Ich zeige euch mal den Schutzumschlag. Das ist der hier, der dritte Teil, Berstende Sterne. Ich habe damit diese Reihe endlich beendet. Wuhu! Und was soll ich sagen? Das Ende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was für ein schönes Ende. Und ich muss sagen, dass mir die Reihe im Großen und Ganzen auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Den ersten Teil habe ich total gefeiert. Beim zweiten Teil, muss ich sagen, hatte ich echt das Gefühl, dass es so ein Übergangsteil ist. Also es ist schon mega viel passiert. Es ist auch mega viel passiert für die Entwicklung der Geschichte, was auch so diese Rebellion und diesen ganzen Konflikt anbelangt. Aber für mich war der zweite Teil halt trotzdem irgendwie so ein Übergangsteil, weil man halt gemerkt hat von den Charakteren her, dass da die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was kommt. Und ja, also der zweite Teil war gut, aber für mich halt wirklich nur so ein Übergangsteil. Und falls das hier so wackelt, die Kamera steht auf der Couch, also ja, Entschuldigung. Und auf jeden Fall habe ich dann jetzt den dritten Teil die Woche ja gelesen und ich muss sagen, dass mir der dritte Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Tempo gut, ich fand die Entwicklung in der Geschichte gut und ich kann nur sagen, dass mir die Reihe wirklich sehr, sehr gut gefallen hat im Großen und Ganzen. Wer gerne Dystopien liest und auch so klassische Jugenddystopien liest, der sollte sich Legend auf jeden Fall angucken. Kann ich wirklich nur empfehlen. Aber wie gesagt, ich finde halt, Legend ist so vom Ansatz her so eine klassische Jugenddystopie à la Tribute von Panem. Natürlich mit einem anderen System und einer anderen Grundidee, aber es ist halt so eine klassische Jugenddystopie. Und wer sowas nicht mag, sollte diese Bücher vielleicht auch nicht lesen. Also auf jeden Fall alle, die gerne Jugenddystopien lesen, sollten sich diese Reihe angucken. Ich fand sie ganz, ganz toll und gerade jetzt der dritte Teil und gerade so das Ende, so die letzten 150 Seiten, waren wirklich richtig gut. Da war die Schlacht und da war dann alles, was sich so entwickelt hat. Und dann war dieses dramatische Ende. Und ja, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schaut euch Legend von Marie Lou auf jeden Fall an. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder eine Reihe noch beenden konnte dieses Jahr. Dass ich die Promise-Reihe beendet habe, habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Ansonsten habe ich diese ganze Woche auch nichts gelesen. Ich bin die Woche zu nichts gekommen. Wir hatten eine sehr chaotische Woche. Es ist bei uns drunter und drüber gegangen mit allem. Und ja, wir sind ja jetzt auch so in den Hochzeitsvorbereitungen, in den letzten Zügen. Es ist jetzt heute genau noch eine Woche. Also heute in einer Woche um die Uhrzeit bin ich dann schon verheiratet. Oh mein Gott, ich darf da gar nicht so drüber nachdenken. Verrückt. Was ich euch noch zeigen wollte ist, ich habe Buchpost bekommen. Und zwar einmal dieses Päckchen. Und einmal dieses Päckchen.
wir gucken jetzt mal rein, was da drin ist. Und ich bin schon sehr gespannt, welche von diesen 4 Büchern ich bekommen habe. Ich habe eine Vermutung. Ich sehe gerade schon ein Stück von dem einen Buch. Und wenn ich das gekriegt habe, finde ich das gerade mega. Weil dann werde ich das heute definitiv vielleicht noch anfangen zu lesen. Tada! Nein, das ist nicht das, was ich gedacht habe, aber es ist Queen and Blood von Amy Harmon. Ich freue mich. Ich habe letztes Jahr Bird and Sword oder Sword oder whatever. Ihr wisst, ich und englische Aussprache ist nicht so mein Ding. Ich habe ja letztes Jahr den ersten Teil Bird and Sword gelesen von Amy Harmon. Und das ist jetzt der zweite Teil. Hier geht es um einen Nebencharakter aus dem ersten Teil und zwar um Kiel. Kiel ist der Halbbruder des Prinzen gewesen und Kiel hat im ersten Teil Fähigkeiten an sich entdeckt und ich freue mich schon so auf dieses Buch. Ich habe mich das ganze Jahr schon auf dieses Buch gefreut und ich bin so happy, dass ich es jetzt bekommen habe. Wuhu! Wie cool ist das denn? Ah, vielleicht fange ich auch das heute gleich noch an zu lesen. Und ja, also Buch Nummer 1 ist Queen and Blood von Amy Harmon. Ich muss sagen, das Cover, das Gesicht finde ich nicht so schön. Das ist einfach irgendwie mir zu animiert. Wartet mal, stellt die Kamera mal scharf. Seht ihr das? Also ich finde, dass irgendwie, dass das zu unecht aussieht. Deswegen mir das Gesicht jetzt nicht so 100% gefällt, aber ansonsten freue ich mich einfach mega auf die Geschichte. Ich fand ja, wie gesagt, Bird and Sword letztes Jahr super gut und habe diese Geschichte auch total gemocht. Und ich bin jetzt auf Queen and Blood gespannt und werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Muhaha, ich freue mich so. Und das zweite Buch ist ein sehr dickes Buch, was hier drin ist. Gucken wir mal rein. Was? Twisted Love! Wie cool, wie cool, wie cool. Twisted Love von L.J. Jean. Das ist der zweite Teil zu Vicious Love. In Twisted Love geht es ja um die Schwester der Protagonistin aus dem ersten Teil. Sie heißt Rosie und ist ja schwer krank. Und Rosie war in ihrer Jugend immer ganz, ganz doll in Dean verliebt. Dean ist einer der 4 Hot Holes. Und ja, um die beiden geht es jetzt in Twisted Love. Und ich freue mich schon so. Und I'm so happy. Wie cool ist das denn? Eins von beiden fange ich heute noch an zu lesen. Ich weiß gerade nicht welches, aber ich vermute mal, ich werde Twisted Love lesen, weil ich unbedingt wissen will, wie das mit den beiden weitergeht. Und boah, ich freue mich gerade, ich freue mich gerade, ich freue mich gerade. Und ja, ich hatte euch ja noch gezeigt, dass ich noch die 2 anderen Bücher bekommen habe von der Annemarie. Diese Superior-Bücher. Ach, wartet, ich zeige sie euch nochmal. Die hier, das werde ich jetzt parallel gleich noch anfangen zu lesen. Ich wollte das Legend fertig haben, bevor ich jetzt noch eine andere Dystopie anfange, weil Superior ist auch dystopisch mit so ein bisschen New Adult gemischt und deswegen wollte ich jetzt erstmal Legend fertig haben, bevor ich mit dem anfange. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt Twisted Love lesen und Superior als nächstes. Ich lese eigentlich auch gerade immer noch den 3. Teil der Green Mountain Reihe, aber da das ja mein eigenes Buch ist und kein Rezi-Exemplar, kann das warten. Ihr wisst, Rezi-Exemplare haben bei mir immer Vorrang. Und ja, deswegen werde ich jetzt mit Twisted Love starten und mit Superior. Und ich werde euch dann natürlich auch berichten, wie mir die Bücher gefallen haben. Vielleicht lese ich auch aus Green Mountain fertig. Ich weiß es noch nicht. Ich lese jetzt einfach mal rein und gucke mal, was mir so gefällt. Und dann freue ich mich. Freue mich gerade so. Und ich schwitze. Ist es bei euch auch so warm? Bei uns ist es mega heiß. Bei uns laufen mir den ganzen Tag schon die Ventilatoren heiß. Also ich habe den jetzt gerade mal ausgemacht, weil ihr sonst nichts gehört hättet wahrscheinlich. Und ach ja, es ist einfach warm. Ich sitze hier und mache nichts und ich schwitze. Es ist eklig. Und ja, mein Pony hat heute auch Bad Hair Day, weil ich eigentlich eben gerade die Haare noch so nach hinten hatte. Aber so wollte ich mich jetzt nicht vor die Kamera setzen, weil das komisch aussah. Und ach ja, wir lassen das Ganze einfach. Und ich würde sagen, ich melde mich dann vielleicht morgen nochmal oder so, wenn ich ein bisschen was gelesen habe und euch was Neues berichten kann. Und ja, würde sagen, wir hören uns später. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntagabend, so gegen 9:30 dürfte es jetzt ungefähr sein und ich habe gerade Twisted Love beendet. Das Buch kam ja gestern an und ich habe es mir dann gleich geschnappt und gelesen und habe heute den ganzen Tag gelesen und es war ein gutes Buch. Es war wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Es war eine tolle Geschichte. Es gab eine Wendung in der Geschichte, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Ich dachte so, ja, komm, das ist jetzt wieder so ein typisches Ding. Aber die Autorin hat es echt gut gemacht, dass es halt eben nicht so ist. Und man da völlig auf die falsche Fährte gelockt wird. Und das fand ich mega gut. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand das Buch großartig, hat mich super unterhalten. Wie gesagt, ich konnte es jetzt auch nicht weglegen. Ich musste das jetzt fertig lesen. Und ja, fand Twisted Love wirklich ganz, ganz toll. Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin so müde. Da ich jetzt dieses Buch gelesen habe, habe ich jetzt natürlich seit gestern nichts anderes gelesen und werde dann
morgen mit dem nächsten Buch anfangen. Wie gesagt, für heute reicht's. Ich gehe jetzt ins Bett und ja, werde euch dann nochmal berichten in den nächsten Tagen, was ich so gelesen habe und wie mir das gefallen hat. Aber Twisted Love kann ich euch nur empfehlen. Wenn euch Wishiest Love auch gefallen hat, dann schaut euch auch auf jeden Fall die Geschichte von Rosie und Dean an. Die ist wirklich richtig süß. Es ist ein sehr klischeebehaftetes Buch und es gibt an manchen Stellen so ein paar Sachen, wo du denkst, so, oh, ja, komm, ist gut. Und es sind auch so für mich ein, zwei kleine Logikfehler drin gewesen, aber im Großen und Ganzen ist wirklich eine schöne Geschichte. Also was ich wieder festgestellt habe in diesem Buch ist, dass der sexuelle Anteil schon recht hoch ist. Also es ist jetzt kein Buch, wo das dominierend im Vordergrund steht, aber es ist schon ein recht hoher Anteil. Und wer damit Probleme hat, sollte diese Bücher auf jeden Fall nicht lesen. Wer auch echt Probleme mit einer derben, krassen Ausdrucksweise hat, sollte diese Bücher auch nicht lesen. Wer Probleme damit hat, dass diese Typen in diesen Büchern wirklich alles, ihr wisst schon, was bei drei nicht auf dem Baum ist, solltet diese Bücher auch nicht lesen. Diese Geschichten sind wirklich keine romantischen Liebesschnulzen, sondern das sind wirklich Geschichten, wo es schon um Liebe geht und um die eine und das alles, aber es ist jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, wie die Green Mountain Serie, so in die Richtung. Es ist schon etwas derber und wer damit Probleme hat, sollte sich die Bücher auf jeden Fall nicht zulegen. Für den ist das nichts. Aber ich fand's cool. Ich fand zwar mal eine gute Abwechslung so für zwischendurch, zwischen dem ganzen Weichgespülten, da mal so ein bisschen was Derberes zu lesen. Ich fand das Buch toll. Ich fand die Geschichte von Dean und Rosie toll. Und ja, wenn ihr sowas mögt, schaut sie euch an. Ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter zu berichten. Ich habe den ganzen Tag heute auf der Couch gegammelt, noch ein bisschen vor mich hingebastelt, festgestellt, dass mein Bastelkram nicht reicht. Ich morgen nochmal neuen kaufen muss, um dann alles fertig zu basteln. Aber ich kann dann, glaube ich, morgen rein theoretisch alles fertig basteln, weil morgen kommt noch meine Amazon-Bestellung. Und dann habe ich alles. Yay! Was man nicht feststellt, was alles noch so fehlt, was man doch noch braucht an kleinen Scheiß. Es ist also. Dann fällt einem auf, das braucht man noch und das braucht man noch. Verdammt, das habe ich nicht gekauft. Das wäre eigentlich noch ganz nützlich. Und dann fängt man eine Woche vorher an und kauft sich alles noch zusammen, was man braucht. Naja, egal. So, ich höre jetzt auf, euch zuzukauen. Das wird ein, glaube ich, sehr, sehr langes Weekly Reading, weil ja der erste Eintrag schon, glaube ich, 20 Minuten ging. Und ja, ich wollte euch, wie gesagt, nur kurz erzählen, dass ich das Buch gelesen habe, dass ich es gut fand, dass es mir gefallen hat und dass es Zartbeseitete, die echt Probleme mit derber Aussprache haben, nicht lesen sollten. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle von mir auch nicht zu sagen. Ich wollte sagen, wir hören uns später wieder. Heute ist Montag, der 30. Juli. Es ist so warm. Ich will nicht mehr. Es sind bei uns heute, glaube ich, 36 Grad oder sowas. Und im Büro waren es 34. Es war einfach nur monströs, mega warm. Und ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte nicht mehr. Es ging auch einfach nichts mehr. Und ich habe nur gedacht, so lass diesen Tag vorbei sein. Und jetzt ist der Tag so gut wie vorbei. Wir haben es so 20.15 Uhr ungefähr. Und es ist immer noch so warm. Und ich weiß auch nicht, wie ich die Nacht schlafen soll. Das ist... Man bekommt einfach keine Kälte irgendwie rein. Man hat hier überall in der Wohnung Ventilatoren stehen und die bringen einfach nichts. Und es ist einfach nur ekelhaft. Naja, egal. Ja, ich wollte mich einmal ganz kurz melden bei euch, denn ich habe heute ein neues Buch angefangen. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich als nächstes Superior lesen werde. Ich bin hier jetzt auf Seite 93, also habe schon so ein gutes Drittel von dem Buch jetzt gelesen. Und ich muss sagen, ich bin gut in die Geschichte reingekommen. Ich mag auch unsere Protagonistin Amelie oder Amelia. Wie hieß sie noch gleich? Boah, es ist einfach zu warm. Man kann nicht denken, man kann nicht sprechen, man kann überhaupt nichts bei der Hitze. Ich glaube, sie hieß Amelia, genau. Also unsere Protagonistin Amelia mag ich sehr. Bei ihrem Gegenpart Nathan steige ich noch nicht so ganz durch, was er nun für einer ist. Also offensichtlicherweise ist er so ein Darmende. Um es mal nett auszudrücken. Und ja, aber bisher mag ich die Geschichte. Ich weiß noch nicht, worauf das Ganze hinausläuft. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also man hat schon so kleine Einblicke bekommen, so dass da noch irgendwas los ist und dass da noch was mit der Protagonistin ist, was auf jeden Fall nicht normal ist. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier weitergeht. Ich werde dann nachher auch noch ein bisschen lesen. Schatzi muss heute noch in die Nachtschicht, deswegen beim Fernsehen kommt eh nichts. Also werde ich dann heute Abend noch ein bisschen weiterlesen. So, vielleicht schaffe ich sie heute noch so bis zur Hälfte oder so. Muss ich mal gucken. Und ja, also bisher gefällt es mir wirklich gut und ich werde euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was Superior betrifft. Superior ist ja so eine Mischung aus New Adult und Dystopie. Also es ist jetzt kein typisches Jugendbuch. Es geht vom Schmacht und
Erotikanteil schon eher Richtung New Adult. Also wenn ihr sowas gerne lest, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Und wie gesagt, es ist noch dystopisch. In dieser Welt ist es so, dass es normale Menschen gibt und die Superiors. Und die Superiors sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und diese Superiors sind höher gestellt in dieser Welt, ne? Also die leben quasi in einer ganz anderen Gesellschaft. Das sind reiche, gut aussehende Leute und die beherrschen quasi alles. Und wie gesagt, die Superiors haben bestimmte Gaben. Da gibt es auch wieder Unterschiede und Abstufungen. Und Amelia ist eine Superior, aber sie hat nur einen ganz, ganz niedrigen Score. Also sie ist ein ganz unterer Superior und niemand interessiert sich für sie. Und in ihrer Pflegefamilie, wo sie ist, ist auch noch eine zweite Superior. Und sie ist halt sehr, sehr hoch vom Score. Und die beiden lieben sich aber total. Die sind richtig wie Schwestern. Und es geht jetzt darum in dieser Geschichte, dass ihre Schwester quasi jetzt zu diesem Ritual kommt, wo alle Superiors ab einem bestimmten Score hin müssen. Mit 21 Jahren, also an ihrem 21. Geburtstag, müssen diese Superiors mit diesem hohen Score zu diesem Ritual und dann werden sie quasi vermählt. Und alle Superiors bis zu einem Score von 100 dürfen sich ihre Ehepartner auch noch selbst aussuchen und alle anderen werden halt Kandidaten vorgestellt und die werden dann vermittelt, um natürlich neue Superior-Babys zu machen, die dann auch wieder einen hohen Score haben. Und ja, ich vermute mal, dass das am Ende darauf hinausläuft, dieses ganze System zu stürzen. So dystopischer Ansatz halt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, denn irgendwas scheint mit unserer Protagonistin hier noch zu sein. Und ja, wie gesagt, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das betrifft. Und ich kann nur sagen, bisher mag ich es sehr. Oh, jetzt habe ich mir das Buch vor die Nase geknallt. Dann habe ich heute noch ein Paket bekommen. Ich hatte euch ja letzte Woche, das glaube ich schon erzählt, wo ich die zwei Lux-Bücher ausgepackt habe, dass ich die anderen beiden Bücher, die ich angefragt habe, mir bestellen möchte. Und das habe ich dann am Wochenende auch gleich getan und habe mir die zwei Bücher noch bestellt bei Amazon. Oh mein Gott, Werbung! Ich habe einen Markennamen genannt. Ich werde das jetzt hier mit Werbung kennzeichnen, auch wenn ich kein Geld dafür kriege und auch die Bücher nicht kostenfrei kriege. Ich habe Amazon gesagt. Ja, nee, ist klar. Diese ganze Werbungskacke, ne? Wir hatten das Thema ja schon. Auf jeden Fall habe ich mir die zwei Bücher jetzt bestellt und die wollte ich mit euch zusammen mal ganz kurz auspacken. Ich lege sie mal hier rüber. Und das erste Buch ist Wie die Erde um die Sonne von Brittany C. Cherry, der vierte und letzte Teil der Romance Elements Reihe. Und ich muss sagen, dass ich das Cover nicht schön finde. Das ist von allen Covern das, was mir am wenigsten gefällt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Also, ja. Aber ich freue mich, dass ich das Buch jetzt habe. Hihi. Ich liebe die Romance Elements Reihe und ich weiß von Sina, dass unser Love Interest, Protagonist, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall Schriftsteller ist. Und das finde ich ganz, ganz cool. Und ich freue mich schon so auf dieses Buch. I'm so happy. Wer Brittany C. Cherry kennt, weiß, wie diese Frau schreiben kann. Und ich muss allerdings sagen, dass Verliebt in Mr. Dan jetzt immer noch mein Lieblingsbuch von ihr ist. Gleich danach kommt Wie die Stille unter Wasser, dann Wie die Luft zum Atmen, dann Wie das Feuer zwischen uns. Und mal gucken, wo sich das hier so einsortiert. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Geschichte. Es steht ja hinten nicht wirklich irgendwas drauf zu der Geschichte. Hier steht nur, Graham und ich waren nicht füreinander bestimmt. Und doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht und waren zusammen in die tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war meine Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser. Sein Geist wurde zu meiner Seele. Und dennoch ist nun der Moment gekommen, an dem wir Abschied nehmen müssen. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, ich freue mich schon so unglaublich auf das Buch. Und ja, muss mal gucken, wann ich es mitlesen werde. Irgendwann, wenn ich mit meinen Rezi-Exemplaren durch bin, die alle die Woche noch eintrudeln müssten. Ja, auf jeden Fall auf Wie die Erde um die Sonne freue ich mich total. Und das zweite Buch, was ich mir noch bestellt habe, ist Idol von Kristen Callihan. Wup, wup. Ihr wisst, ich liebe die Game-On-Reihe von Kristen Callihan. Und ich liebe einfach die Art, wie diese Frau Geschichten erzählt und schreibt. Und deswegen freue ich mich schon so auf Idol. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und es ist sehr dick. Also im Gegensatz zu Wie die Erde um die Sonne ist es schon um einiges dicker. Also ihr seht das ja hier so. Ja. So. Tata. Und ich liebe dicke Liebesromane. Da freue ich mich immer. Und ja. Bin sehr gespannt auf die Geschichte. Es klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Ich kann es euch ja mal vorlesen, wenn der Akku noch so lange durchhält. Er ist ein Rockstar. Die Welt liegt ihm zu Füßen. Doch er will nur sie.
ruhig, unaufgeregt, zurückgezogen. So würde Libby Bell ihr Leben beschreiben. Doch das ändert sich, als sie eines Morgens einen fremden Typen in ihrem Vorgarten findet. Killian ist sexy und charmant und ihr neuer Nachbar. Obwohl Libby sich nach dem Tod ihrer Eltern geschworen hat, niemanden mehr an sich heranzulassen, berührt Killian ihr Herz auf eine ganz besondere Weise. Was Libby nicht weiß, sie ist drauf und dran, sich in niemand anderen als Killian James zu verlieben. Leadsänger und Gitarrist der erfolgreichsten Rockband der Welt. Und ich finde, das klingt total toll und ich finde auch das Cover echt richtig cool. Und ich freue mich schon sehr auf Idol. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich muss mal gucken, wie lange ich jetzt dieses Video noch mache. Ich schätze mal so vielleicht, dass ich mich Mittwoch nochmal melde. Bei Donnerstag werde ich dann keine Zeit mehr haben. Ab Donnerstag ist hier so ein bisschen Chaos angesagt. Ja, ich denke mal, ich werde mich Mittwoch nochmal melden. Vielleicht habe ich ja Superior bis dahin auch fertig gelesen. Mal gucken, wie das so klappt. Und werde euch dann auf jeden Fall nochmal einen Bericht abliefern. Und dann werde ich euch dieses Video zusammenschnipseln und online stellen, dass ihr ein Video mal von mir kriegt und ihr mal wisst, was ich hier so treibe. Und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Und ich freue mich jetzt über meine zwei Bücher und über Superior und werde damit auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlesen. Und ja, muss noch Folie kaufen morgen, damit ich meine Basteleien endlich abschließen kann. Ich sage es euch, heiratet nie. Das ist echt Stress, gerade so zum Ende hin, wenn man Panik kriegt, dass alles schief geht. Aber es macht auch Spaß und es ist schön. Und ich freue mich. Und ich freue mich, wenn dann Samstag ist und wenn der Tag ist und wenn wir alle feiern und Spaß haben und ja, dass alles vorbei ist. So, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später oder ihr mich gleich oder ihr wisst schon. Hi, ihr Lieben. Heute ist Mittwoch, der 1. August und ich dachte mir, ich melde mich heute nochmal und ich werde dieses Weekly Reading jetzt an dieser Stelle auch beenden. Ich will eigentlich versuchen, dieses Video am Sonntag auch noch online zu stellen und jetzt bin ich schon wieder unscharf. Also sorry, meine Kamera spinnt hier heute total. Ja, auf jeden Fall will ich versuchen, dass dieses Video am Sonntag online kommt, weil sonst nämlich gar kein Video online kommt, weil ich ja am Wochenende nicht zum Drehen kommen werde. Und ich würde gerne am Sonntag ein Video online stellen, weil ich ja mir gesagt habe, so für mich, ich versuche ein Video die Woche zu machen und ich bin wieder unscharf. Kamera, wo ist dein scheiß Problem? Ach ja, auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Weekly Reading hier beenden, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann die Woche noch geschnitten kriege, dass ich es hochladen kann, dass es am Sonntag online geht. Irgendwie kommt die Kamera hier mit diesem wenig Licht überhaupt nicht klar. Und ja, auf jeden Fall dachte ich mir, ich melde mich heute nochmal und gebe euch ein kurzes Update. Auf jeden Fall ist bei uns seit gestern hier Chaos ausgebrochen. Wir haben noch organisatorische Sachen, die wir klären müssen. Dann haben wir heute wieder Organisatorisches geklärt und dann rufst du dort nochmal an, dann musst du dort nochmal anrufen und dann bist du da nochmal nachfragen, ob auch alles klappt. Und oh, morgen Nachmittag muss ich mit meiner Freundin schon mal zur Location und da ein bisschen was vorbereiten, weil wir am Freitag nicht hin können, weil die da noch eine andere Veranstaltung haben. Aber wir können da schon am Morgen ein bisschen was vorbereiten zum Schmücken. Dann müssen wir Samstag früh noch schmücken und ich bin froh, wenn diese ganze Grützekacke hier die Woche vorbei ist und es Samstag ist und ich entspannen kann. Dann bin ich auch wieder entspannt am Samstag. Ja, ansonsten laufe ich gerade noch meine Schuhe ein. Das sind die hier, falls ihr mal meine Schuhe sehen wollt, die ich am Samstag anziehe. Das sind die, die laufe ich gerade noch ein, weil ich bin in meinem Leben nicht wirklich viel mit Absatzschuhen gelaufen. Eher nur, wenn Keilabsätze und deswegen muss ich die jetzt noch ein bisschen einlaufen und ich muss noch ein bisschen laufen üben, sonst stackse ich dann so komisch darum und das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt kein Supermodel sein und da elegant über den Boden schweben, aber so ein bisschen ordentlich laufen möchte man ja dann schon. Ja, auf jeden Fall laufe ich deswegen gerade die Schuhe noch ein und Milo rennt hier hinten auch rum. Und ja, ich dachte mir, ich gebe euch noch ein kurzes Update von mir. Es ist nicht wirklich viel passiert, was das Lesen betrifft, weil, wie gesagt, ich habe einfach keine Zeit im Moment so wirklich zum Lesen. Und das nervt mich. Ja, auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gelesen. Und zwar habe ich Superior weitergelesen. Da habe ich jetzt noch ungefähr 50 Seiten. Die wollte ich heute eigentlich beenden, aber ich werde heute nicht mehr dazu kommen. Das heißt, ich werde Superior dann morgen beenden. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch bisher im Großen und Ganzen wirklich gut gefällt. Ich mag die Geschichte, ich mag die Idee hinter der Geschichte. Ich habe nur mit den Charakteren so ab und an so meine Schwierigkeiten bei so bestimmten Dingen. Und es sind so Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen stören. Was heißt stören? Die nerven mich einfach so ein bisschen. Aber das ist, wie gesagt, wieder so mein persönliches Ding. Hat aber mit der Geschichte an und für sich nichts zu tun. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, gefällt mir das Buch. Ich mag die Geschichte, ich mag die Idee hinter der Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt auf den letzten 50 Seiten noch passiert. Die Lage spitzt sich gerade zu und ja.
mehr werdet ihr dann erfahren, wenn ich den zweiten Band dann auch gelesen habe und ich euch die Bücher vorstelle. Dann ist gestern noch ein Paket angekommen mit einem Buch, das habe ich dann gestern auch schon ausgepackt. Und zwar kam gestern an One Dream von Lauren Blakely und ich dachte erstmal so, what? Wie dünn ist denn dieses Buch? Ich glaube, es hatte 220 Seiten, wenn überhaupt. Waren es 220? Ja, 220 Seiten hat dieses Buch. Es ist sehr dünn. Also es ist wirklich nur ein ganz kleines, feines Buch. Dafür glitzert es. Ich glaube, das Glitzern sieht man nicht. Aber es sieht wirklich richtig cool aus, dass hier oben glitzert und die Schrift glitzert. Und hinten glitzert hier so. Also es sieht wirklich richtig schön aus von der Optik her. Aber es ist halt wirklich ein echt dünnes Buch. Ich freue mich trotzdem auf die Geschichte von Lauren Blakely. Ich hatte ja, wie gesagt, Mr. O und Big Rock von ihr schon gelesen. Und werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat. Twisted Love habe ich ja schon gelesen. Das hatte ich euch ja erzählt. Dann habe ich heute noch dieses Paket hier bekommen. Da steht erst am Samstag öffnen. Dieses Paket ist von der lieben Niki. Und ich werde es auch erst am Samstag öffnen. Solange bleibt es jetzt nicht liegen und zu. Ich bin da eisern. Und ich muss Niki noch schreiben, dass das angekommen ist, seht ihr. Das muss ich auch noch machen, dass ich das nicht vergesse. Und ja, auf jeden Fall ist heute noch das Paket hier gekommen. Ich sage dir, es kommen jetzt in den nächsten Tagen noch einige Rezi-Exemplare und ich habe mir gedacht, ich packe das Paket mit euch heute zusammen noch aus und ich weiß, glaube ich, was da drin ist, aber wir gucken jetzt einfach mal rein und ja, schauen mal, was da so drin ist in diesem Paket hier. So, einmal. Und es ist Diamonds for Love Teil 4. Ich freue mich. Auf das Buch habe ich schon gewartet. Oh, ich freue mich schon so auf den vierten Teil von Diamonds for Love. Ich bin nun so gespannt jetzt auf die Geschichte von Max. Und wie hieß sie? Ella? Emilia heißt sie. Und sie ist ja eine Schulfreundin von ihm. Und die beiden begegnen sich jetzt wieder, weil sie seine Physiotherapeutin ist. Und ich mag ja solche Geschichten. Ich freue mich schon auf jeden Fall jetzt auf den vierten Teil der Diamonds for Love-Reihe Verhängnisvolle Liebe. Und wenn ich den gelesen habe, werde ich euch auch natürlich hier wieder berichten, wie er mir gefallen hat. Und auch dieses Buch glitzert. Oh, ich bin ja eigentlich nicht so eine Glitzertante, aber wenn das so ein bisschen glitzert, finde ich das schön. Ja, auf jeden Fall Diamonds for Love 4 ist auch angekommen. Ich freue mich. Weiß ich nicht, was ich zuerst lesen soll. Also eins von den beiden Büchern werde ich auf jeden Fall jetzt als nächstes lesen. Ich weiß nur noch nicht was. Aber wahrscheinlich werde ich mal beide zusammenlesen, weil die sind jetzt beide nicht übermäßig dick. Also bin ich bei beiden sehr schnell durch. So, jetzt habe ich gerade dezent den Faden verloren durch den Anruf von Schatzi. Und da kommt Milo auch schon wieder angeschlurft. Und ich weiß nicht mehr, wo ich gerade war. Aber auf jeden Fall Diamonds for Love, One Dream, Superior. Superior, den zweiten Teil habe ich noch drüben liegen. Und Queen and Blood, das sind so die nächsten Bücher, die ich auf jeden Fall lesen werde, weil das Rezensionsexemplare sind. Und ich müsste eigentlich auch noch ein Rezensionsexemplar aus dem Carlsen Verlag kriegen. Da warte ich diese Woche nochmal ab und nächste Woche nochmal ab. Dann werde ich da mal hinschreiben, ob die mich vergessen haben. Sowas kann auch mal passieren. Und ja, dann kriege ich das noch als Rezensionsexemplar und dann müsste ich durch sein für diesen Monat. Es sei denn, ich kriege Never Let You Go noch genehmigt, dann kriege ich das noch im August. Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das kriege oder nicht. Ich bin ehrlich gesagt auch gerade nicht böse, wenn ich es nicht kriege, dann kaufe ich es mir selbst. Weil, ja, es sind dann doch ein paar mehr Rezi-Exemplare als gedacht. Aber das hatte ich euch ja die Woche schon gesagt, dass ich mich da irgendwie ein bisschen verkalkuliert hatte mit den Anfragen. Aber shit happens, ich kriege das schon alles weg. Ich weiß nur nicht, wann ich die Videos drehen soll. Das Lesen ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern eher, wann drehe ich die Videos, wann stelle ich das online und... Ja, so ist das. Das Leben eines Booktubers. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich höre jetzt auf, euch zuzukauen. Ich muss jetzt noch Sport machen und dann noch schnell in die Dusche und dann ins Bett und morgen nochmal arbeiten. Und dann war es das für die Woche und dann muss ich erst am Dienstag wieder. Also ich muss nächste Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch arbeiten und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Juhu! Ich sage es euch, ich bin froh, wenn Samstag ist. Und es soll ein Samstag aktuell 33 Grad werden. Leute, ich gehe in den Arsch. 33 Grad, das ist einfach mal zu warm. Wir schmelzen alle dahin am Samstag. 33 Grad am Samstag, das wird echt heftig. Ich hoffe wirklich nicht, dass es so mega heiß wird. Also so 5, 6 Grad weniger hätte ich echt nichts dagegen. Aber das Wetter können wir nun mal nicht beeinflussen. Und ja, so ist das halt. Und ich höre jetzt auf, euch zuzukauen und Blödsinn zu erzählen. Und werde jetzt Sport machen und dann ins Bett gehen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und sorry für dieses kurze, chaotische Weekly Reading, aber ich dachte mir, ich melde mich mal und gebe einen kurzen Stand-up
von meinem Chaos hier. Und ja, Melle, möchtest du noch irgendwas sagen in die Kamera? So, möchtest du noch was sagen? Baby? Nein? Alles gut? Ja. So, da Melle auch nichts mehr zu sagen hat, würde ich sagen. Bis dann.